Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim ZTE Axon 10 Pro den Roaming-Dienst einschaltet, zum Beispiel wenn ihr ins Ausland fahrt, damit ihr dort auch kostenlos surfen und telefonieren könnt, wenn dies euer Vertrag natürlich nur zulässt. Darauf solltet ihr unbedingt achten. Wie dies funktioniert, werdet ihr direkt nach dem Intro sehen. Bis gleich! Um das Datenroaming beim ZTE Axon 10 Pro einzuschalten, dann klickt ihr auf Netz und Internet, danach auf SIM-Karten, danach scrollt ihr nach unten auf Mobilfunknetz und dort könnt ihr den Datenroaming aktivieren bzw. deaktivieren. Ihr seht, Datenroaming zulassen, es können hohe Roaminggebühren anfallen. Also da solltet ihr euch erkundigen, was euer Vertrag, also euer Mobilfunkvertrag sagt, ob ihr im EU-Ausland oder in einem anderen Ausland Datenroaming beinhaltet habt und dort umsonst telefonieren bzw. Mobildaten abrufen könnt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir dies unten in den Kommentaren, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ciao und bis bald!